Hi ho und herzlich willkommen zu Star Wars The Old Republic. Ich bin Alex47 und ja, Maxo hat leider nicht anwesend. Schafft es leider nicht. Naja, wir machen heute begib dich zum Haus Terral. In Al-Salkan Flachland. Da wollen wir uns nochmal hinbegeben. Und natürlich reisen wir nicht irgendwie hin, sondern laufen da geschwind hin, um auch die Karte ein bisschen mitzuerkunden. Außerdem optisch gesehen finde ich Alderaan nicht unbedingt schlecht. Es hat was. Nebenbei können wir die Gefährten auf Schatzsuche schicken. Ja, ja, ich erledige das. Ich hatte mich gerade gefragt, wie ich Ihnen noch besser dienen könnte. Ich fange sofort mit der Aufgabe an. Wir laufen hier den Pfad entlang einfach. 7 Minuten und 5,5 Minuten noch. Okay, Speer des Kriegers und Magenverstimmung. Gut, warum nicht? Guckt euch den Berg an. Mit einem hohen Turm, der aussah, als ob er fliegen würde. Das sieht aber auch nice aus mit der Sonne im Hintergrund und den Wolken. Oh, wir sind schon in diesem Gebiet. Oh, da ist noch was zu erkunden. Da ist republikanischer Sanitätsdienst. Okay. Schauen wir links eben mal kurz vorbei. Aufklärungsdruide, aber freundlicher. Also einer unserer Leute. Hier steht Tool-Infanterie wieder. Interessant. Na, vielleicht doch nicht so interessant. Denkt dran, ihr könnt mitentscheiden, wie wir dieses Spiel gestalten wollen. Könnt ihr alles mitentscheiden. Müsst es nur in die Kommentare posten. Also wenn es hier nicht irgendwie etwas zu holen gibt, ne? Irgendwie ein Datacon oder so? Oder ist es einfach nur so geil gemacht, dass man so denken sollte, ist was, ist nichts. Naja, wollen wir mal weiter. Konzentrieren wir uns auf die wesentlichen Dinge. Und zwar den kranken Jedi. Könnte man bestimmt hinkriegen. Wir haben ja einige Quests ausgelassen auch. Glaube ich, oder? Haben wir das? Weiß ich gar nicht. Hier auf Alderaan ging auf jeden Fall alles ziemlich schnell.
da haben wir eine Quest. Lieutenant Obert und Kaikana Herod. Oh, und noch eine Quest. Könnt sowieso was verkaufen, ne? Und die Verstärkungstrupps? Die Langstreckenartillerie? Das sind die besten Preise an diesem Ende der Galaxis. Überzeugt euch selbst. Der Weg zu den Hügeln ist von Leichen gesäumt. Die Front ist ein Hat mich sehr gefreut. Oder der Schauplatz einer Fressorgie. Die Killigschwärme löschen uns aus, diese dämlichen Insekten. So dämlich sind sie gar nicht, Sir. Sie haben die Leute taktisch herausgelockt und sie umzingelt. Dann haben sie alle getötet. Wir müssen das Feldbataillon benachrichtigen. Die Offensive muss warten, bis wir diese Viecher erledigt haben. Okay. Wir werden die Quest natürlich annehmen. Alektheral. Heldenmission brauchen wir nicht annehmen. Die haben wir alle schon hinter uns gemacht. Hinter uns. Aber die werden wir annehmen. Kaikana Herod. Handlungsbogen, Alter. Kann das noch warten, N0? Ich habe noch 7 Bioscans zu erledigen. Die Patrouillen berichten von einem 50-prozentigen Anstieg der Blasterstörungen. In Ordnung, arrangiere ein Treffen mit dem Oberfeldwebel. Und verdammt, du sollst mir doch sagen, wenn wir Gäste haben. Bestätigt. Ich bin Forschungskommandantin Kaikana Herod, regionale Leiterin dieses Stützpunktes des Hauses Organa. Und ich bin froh, euch zu sehen. Woher wusstet ihr, dass ich kommen würde? Ich habe euren Einsatzbericht über den Wolfbaron und das Haus Thule gelesen. Ich hatte gehofft, dass ihr uns auch hier helfen könntet. Dieses Gebiet diente einst als Sammelpunkt für Angriffe auf das Haus Ulgo. Das Haus, dessen General sich selbst zum König von Alderaan ernannt hat. Ulgo hat uns alle ausgetrickst. Der Anführer des Hauses Ulgo hat sich selbst zum König ernannt? König Buris Ulgo. Er hielt die Häuser Organa und Thule ganz allein in Schach, mit Militärpräsenz und schmutzigen Tricks. Auf Alderaan gibt es eine einheimische Spezies, die Killix. Halbintelligente Insekten mit einem kollektiven Bewusstsein. Das Haus Ulgo hat sie gegen uns aufgewiegelt. Die Käfer schwärmen aus, zerstören unsere Kampfläufer, ganze Bataillone. Kontrolliert Ulgo die Käfer auf irgendeine Art? Genau das würde ich zu gern wissen. Ich wurde zur Forschungskommandantin ernannt, um den Schwachpunkt der Killix zu finden. Aber ich brauche jemanden, der ins Feindgebiet vordringt. Wenn ihr ein lebendes Exemplar fangen könnt, kann ich vielleicht herausfinden, wie Ulgo das Nest zum Angriff veranlasst und das alles hier beenden. Erzählt mir von eurem Plan. Killix können Gefangene in ihr kollektives Bewusstsein aufnehmen. Die Opfer nennen sich Verbundene. Ihr müsst ins Killix-Gebiet eindringen, einen Verbundenen überwältigen und ihn zum Verhör herbringen. Dieses Beruhigungsmittel wird ihn gefügig machen. Setzen wir es in die Tat um. Wir verlieren diesen Kampf. Wenn wir das Killig-Problem nicht schnell in den Griff bekommen, werden wir hier überrannt. Ihr seid unsere größte Hoffnung. Und eine zweite Chance werden wir nicht bekommen. Okay. Da sind die Zugemissionen beendet. Okay, das klingt interessant. Jedi, ihr seid gekommen. Den Gründern sei Dank. Es ist einfach barbarisch. Ich bin Alec Teral, vom Haus Teral. Wir haben nicht weit von hier eine Enklave, friedlich und abgelegen. Ein Ort des Studiums. Dann haben die Killix uns gefunden. Sie krochen durch Türen, Fenster und Wände. Die Enklave wurde völlig zerstört. Sind Wunden zu versorgen? Wir sind mit ihrem Schmutz besudelt. Und ich hätte mir beim Weglaufen beinahe den Knöchel verstaucht. Wir hatten nur ein paar Insektizidminen da. Aber es gab keine Warnung und wir hatten keine Zeit, sie einzusetzen. Brin, unser Gärtner, versuchte trotzdem, sie abzulenken. Die Killix haben nicht viel von ihm übrig gelassen. Verfolgen Sie die Überlebenden? Euch zum Beispiel? Was sie wollten, haben sie jetzt.
Wahrscheinlich schlafen sie in unseren Betten und legen Eier im Speisesaal. Wir können das Haus Teral nicht einfach im Stich lassen. Wir müssen retten, was wir können, bevor die Killix sich darauf stürzen. Oder das Imperium. Aber wir sind keine Soldaten. Diese Insektizidminen sind unsere einzige Waffe. Aber sie liegen immer noch in der Enklave bei diesen Krabbelfiechern. Die Biester sind empfindsam. Wir können die Kolonie nur mit Intelligenz besiegen. Empfindsame Wesen fressen keine Leute. Jedenfalls nicht, wenn sie zivilisiert sind. Die Insektizidminen sollten sich leicht aktivieren lassen. Wenn das geschieht, haben wir eine Chance. Seht euch vor, diese Viecher wissen gar nicht, was es heißt, sich zu ergeben. Lol, habt ihr den in dem Hintergrund gesehen? Ja, lol. Ja, ja. Ey, auch das ist Insektenfall, Haus Teral, da müssen wir sowieso hin, sollten wir sowieso hin. Und ich kann die Kristalle eben noch schnell verkaufen, wenn wir schon mal hier sind. Seht euch die Ware an. Womit kann ich die? Hol die Insektizidine. Oder so ähnlich. Schwäche und betäube einen verbundenen Hüter. Bring den dann zurück. Ja, das ist das. Im Kampf verbunden. Also das, die Mission, die wir gerade gekriegt haben, die sind alle hier. Die können wir direkt alle machen. Das ist nice. Hier unten, da oben. Können wir alles irgendwann mal erkunden, ne? Weil wir da oben sowieso noch erkunden müssen. Ich schlage vor, wir gehen direkt zu den Missionen, Richtung Mission. Irgendwie müssen wir jetzt in dieses riesige Gebäude, also Anlage, in diese riesige Anlage rein. Wir können aber jetzt, wo wir schon mal hier sind, können wir auch gerade auf ausgehen, kurz erkunden und dann rechts weiter, rechts ist da. Sah aus als wie ein Eingang. War aber keiner. Nee, die Wächter. Dem traue ich nicht. Sith. Nee, die Wächter. Und zwei rote Lichtschwerter. Okay, ich dachte, hier geht's rein. Ulgo. Ulgo Wildnissoldat. Okay, hier sind wir schon im Gebiet der Ulgos. Verbundenen Hüter. Wir müssen doch Ding ins Wurmskirchen. Gleichen Bonus müssen wir noch dazu kriegen. Bei einem Klick verbundenen. Also, warum hast du. Weil man hat den direkt besiegt, ey.
Okay, ich habe jetzt 45 Minuten Zeit, den zurückzubringen. Aber gleich mitzunehmen. Fünf Stück noch, wir haben ja genug Zeit. So, eine noch. Ein Kilik noch, ein Kilik. Kilik. Nee, sag nicht, hier sind jetzt keine mehr. Auf dieser Seite. Sehr blöd. Hier sind echt keine mehr auf dieser Seite. Kurz einmal zurück. Ah, die an. Nice, und nun können wir zurückkehren. Wir brauchen gar nicht ins Innere gehen, denn die waren ja auch schon draußen angesiedelt. Ach, Kacke. Die sind ja bösartige Kreaturen. Ruhig gestellter verbundener Hüter. Haustier. Nice. Ich hab ein Mensch als. Ich bin ein Jedi. Und habe ein Mensch 47 Minuten ungefähr ein als Haustier. Kann man machen. Doch Sachanda. Ihr habt einen? Fantastisch. Eindämmungsprotokolle N0. Was habt ihr uns angetan? Wir sind vom Nest getrennt. Gut. Er kann reden. Also kann er uns auch verraten, wieso die Kilix uns angreifen und wie sie vom Haus Ulgo kontrolliert werden. Ich bin ein Jedi. Ich möchte mit euch über das Nest sprechen. Es liegt am Schmerz. Das Lied des Universums ist verstummt. Die Krieger sind wütend und schwärmen aus. Das ist euer Fachgebiet. Wie wollt ihr die Sache angehen? Ich messe starke Hirnaktivitäten. Er hat Schmerzen. Das muss an seiner Verbindung zum Schwarmbewusstsein liegen. Aber warum? Euer Volk zerrt uns in eure Schmerzfabrik unter den Bergen. Ihr müsst zerlegt und absorbiert werden. Wo werden die Kilix hingebracht? Die Tunnel. Sie sind so nah, dass ich sie spüren kann. N0, bring ihn in eine Zelle. Wenn wir angreifen, werdet ihr euch mit uns verbinden. Wir haben unsere Antwort. Ulgo foltert Kilix auf unserem Land, um sie gegen uns aufzuhetzen. Schließt Ulgos Schmerzfabrik, um unsere Truppen zu entlasten. Ihr habt sicher recht. Wie sollen wir vorgehen? In der Nähe gibt es ein Höhlensystem. Dort halten sich viele von Ulgos Truppen auf und auch Kilix wurden dort schon gesichtet. Der Ort ist eine Todesfalle. Niemand gelangt auch nur in die Nähe. Das muss die Schmerzfabrik sein. Schaltet Ulgos Truppen aus und kontaktiert mich, wenn ihr drin seid. Wir müssen diesen Schwarm aufhalten. Thank you.
Jawohl, Mama. Aber das machen wir erst in der nächsten Folge. Kurz gucken, Höhlensystem. Ja, ich hab's mir auch gedacht. Ich hab's mir fast gedacht. Wir müssen. Ah, Hauptstory müssen wir rein. Ah, so, hätten wir auch. Egal. Ich bedanke mich, dass ihr zugeschaut habt. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschüss.